Ich hab Bock auf eine neue Runde Chicken Invaders. Sie können kein Omelette machen, ohne Eier zuzusprengen. Karussell-Taktik. Was wollte ich sagen? Willkommen zu Chicken Invaders 4. Ja, das ist der vierte Teil. Und, ja. Ich hab wieder mal eine Lust, eine Runde dieses schöne Spielchen zu spielen. Wobei ich schön bitte in Anführungszeichen haben möchte. Ja. So stehe ich da. Ich weiß übrigens noch nicht nach wie vor, bei wie vielen Punkten man ein Leben bekommt. Was? Die Hühner machen Fortschritte. UFOs. Seriously? Blödsinn. IT konnte schon immer besser. Oh, Leute. Ich habe gerade Milchreis gegessen. Und jetzt kriege ich die Nachwirkungen. Die schießen nur... Ah, das ist die Blitzwaffe. Ah ja, genau, die ist kontinuierlich. Da muss man einfach nur gedrückt halten. Macht die Schaden? Oh, ich muss aufstoßen, ey. Das gibt's nicht. Gefahrenbereich. Ach du Scheiße. Kreiselstörungen. Funktioniert endlich, du wertlose Anhäufung von Elektronik. Hä? Ach, jetzt verstehe ich das Problem. Wir wanken immer umher, weil da irgendein technisches Problem ist. Okay, Power Up! Ah, jetzt schießen wir zwei Blitze. Episch! Ach, das Spiel ist schön, dagegen kannst du gar nichts sagen. Aber der fünfte Teil ist noch viel, viel besser als der. Oh ja, da freue ich mich. Ja, Power Up! Noch stärker! 7. Wir können zwar unsere Feuerkraft auf 20 hochstufen, aber erhöht wird unsere Angriffskraft nur bei 10. Also bei 10 ist Schluss. Der Rest ist halt eben nur so eine Versicherung, dass wenn du getroffen wirst, dass du nicht ganz so schwach wirst. Dafür ist das da. Was das? Sieht so aus. Kükenbündel. Wir haben 6 Raketen. Das sollte ich mal ausnutzen. Yeah. Eine Bombe. Oh, die kommt. Das kam unerwartet. Jetzt habe ich wieder die Waffe. Ja, scheinbar gibt es nur alle 10 Millionen Punkte ein extra Leben. Mann, jetzt habe ich aber auch alles durchgerechnet. Halten die aus? Leider. Okay, 10.000 Punkte, nur ein extra Leben. Das war definitiv nicht so im Easy Mode. Ja, super. Jetzt weiß ich, warum das Spiel so schwer ist. Haben die Bosse auch mehr Leben? Oder schießen die Hühner mehr? Ich glaube, nein. Das bezieht sich, glaube ich, nur auf die Leben. Sauber. Wenn ja, dann ist es aber irgendwie doof, finde ich. Es muss noch irgendeinen anderen Effekt haben. Oh, die rote Waffe. Die ist auch gut. Die ist so flächentechnisch. Macht zwar nicht viel Schaden, aber macht dafür guten Multischaden. Und trifft halt eben verdammt gut, weil sie einen extrem großen Radius hat. Radius bei Gradius. Eierschalenfeder. Das. Ja, genau. Burger. King. Ich habe noch nie gesehen, dass in einem Ei ein UFO drin ist. Aber wie heißt es so schön? Irgendwann ist immer das erste Mal. Und es wird der Tag kommen, da werde ich bei diesem Spiel herumfluchen. Nein, werde ich nicht. Also es ist nicht so das mega schwere Spiel, aber... Hühner abfangen. Was ist das denn? Was macht die da? Nachteil an der roten Waffe ist, sie ist halt eben nicht allzu stark. Aber dadurch, dass sie so einen großen Radius hat, gleicht sich das wieder aus. Jetzt ist sie sowieso nochmal stärker. Oh ja, und das merkt man auch deutlich. Die lila, ne? Oh, das war der Ghostbuster-Laser, ne? Ja.
Der überhitzt zwar sau schnell, macht aber sau viel Schaden. Ist so ähnlich wie der Blitz. Der ist auch so eine kontinuierliche Waffe, wo du die Maustaste nicht loslassen musst. Und ich nenne es halt eben den Ghostbusters Laser. Der Container schon wieder. Was kriege ich diesmal? Es ist erstaunlich, was man im Weltall finden kann. Oh ja, was sagst du? Ist das schon wieder der Flammenwerfer? Der ist ja super. Okay, wer war der Boss? Ich weiß es gar nicht mehr. Was? Der? Wie? Was macht es hier? Ich kann es nicht angreifen. Es verschwindet. Haldo, komm zurück. Okay, das Ei ist der Boss. Die Eikanone macht sich gut zur Flucht. Es ist das Mutterhennenschiff. Okay. Ich war gerade ein bisschen überrascht, dass dieses fette Ding da plötzlich war. Aber es macht sich aus dem Staub. Wir müssen es einholen. Okay, ich glaube, der Boss, der ist definitiv schwerer gemacht worden. Aber ich erinnere mich an den Boss. Wir müssen die Schale zerstören und da innen drin ist Eigelb. Das ist das Herz. Das müssen wir kaputt machen. Oh, ich habe Angst. Der schießt echt ganz schön gemein. Okay, wir können es angreifen. Kaputt, kaputt. Okay, aber der Laser ist sau stark. Damit ist es bestätigt, in einem kommenden Ghostbusters-Film jagen sie nicht Geister, sondern Eier. Das kann man jetzt verstehen, wie man will. Macht das Schaden? Macht das sogar schon fast mehr Schaden, ne? Aber ist auch stark. Der Flammenwerfer ist eigentlich nur so da, um halt dem abzusichern oder sowas. Ah ja, komm, jetzt kann es nur noch schießen. Einfach draufhauen. Oh Gott. Aber ich bin definitiv sicher, dass das schwerer ist. Ja, komm, geh kaputt. LOL. MG, bitte und Power Up. Die kann ich nicht anladen. Man kann nur zwei Waffen haben. 666, LOL. Cutscene! Was war das denn? Yay, Cutscene! Ich mag das ja! Was ist das denn? Was ist das? Dies wird immer seltsamer und seltsamer. Ja, meine Rede. Hey, ich bin zurück. Ja, ich merk's. Leider, ich mag dich nicht. Hast du etwas gefunden? Ja. Ich bin auf die Eierkanone gestoßen. Aber mir gelang die Flucht, während ich mit dem Mutterhennenschiff kämpfte. Das war großartig, wenn ich so sagen darf. Lass es. Es wird überhaupt keinen Unterschied machen, wenn M.A.N. Hast du gesehen, welchen Weg sie genommen hat? Ich denke, sie folgt der galaktischen Spirale. Sie muss in Richtung des galaktischen Zentrums zusteuern. Wahrscheinlich, um zu tanken und die Munition aufzufüllen. Was? Das Ding braucht Munition? Du musst sie aufhalten, bevor sie dort ankommt. Hier ist, was du tun musst. Pass auf, ich werde es nur einmal sagen. Okay. Flieg in die Richtung der Yolkon 7 Federfeldern erreicht hast. Durchquere die Felder, sei vorsichtig, die Federn sind gefährlich. Felder? Verlassene Felder in Richtung des grünen Galaktischen. Kannst du mir folgen? Nein. Flieg durch die Spaceburger Verkaufsstelle am Rande des... Mach halt selber! Ja! Ja, okay! Und dies wird dich zum galaktischen Zentrum bringen. Erst einmal für Blöde, bitte. Du kannst das schwarze Loch in seinem Zentrum nicht verpassen. Alles verstanden? Ja, ich teile mit dir. Ich bin sicher, dass du es herausfinden wirst. Wie auch immer, ich muss jetzt gehen. Warte! Du kommst nicht mit mir? Leider kann ich nicht. Ich habe meine eigene Galaxie zu retten. Wenn ich kann, werde ich später zu dir stoßen. Bitte nicht. Möge die Kabel mit dir sein. Ja, hau ab.
wo lang jetzt? Toll. Einfach toll. Ich mag das ja, wenn die so Sarkasmus haben. Weltkarte? Sie können kein Omelett machen, ohne Eier zu zerbrechen. Das ist eine Feststellung. Nächstes Level. Was haben wir da? Da. Zu den Mäusen. Oder zu der Maus. Wie heißt das Level? Kapitel 4. Die Federfeldern von Yolcon 7. Oh, ist das ein... Ah ja, das ist ein Horn. Ach ja, die Federn. Die Federn kann man nicht wirklich zerstören. Man kann sie halt eben nur wegdrehen. Mit den Bomben kann man sie zerstören. Aber man muss sie halt eben ausweichen. Ich glaube, das geht das ganze Level so. Die ganze wunderbare Zeit. Fliegende Federn. Ausweichen. Das war blau. Oh. Das war die. Bei der bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, die will ich nicht haben, die ist doof. Ich behalte die mal. Ich nehme das da. Okay, beides ist scheiße. Keines macht nicht wirklich großen Schaden. Die Hühner kriegen auch von Level zu Level mehr Leben, also... Du Scheiße. Vergiss doch manchmal, was böse ist und was nicht. Das ist voll assi. Der einzige Vorteil ist, dass ich halt eben mehr Punkte kriege. Was war das? Das war... nein, das war... der Blitz. Junge, die müssen einige Federkisten gehabt haben. Federfelder, da kann ich auch zum Schlachter rübergehen. Um sowas zu sehen. Die Frage ist nur, will ich sowas sehen? Die Antwort, nein! Die blaue Waffe, ja, die ist doof irgendwie. Die macht keinen Schaden. Oder so gut wie keinen. Ach komm, ey. Lass mich da. Ach, wow. Oh Gott, was habe ich getan? War gut aufpassen auf die Hühner. Ah, da war einer. Alter! Ich habe jetzt Power 11 da unten. Meine Kraft würde sich jetzt nicht mehr erhöhen. Das war der Blitz. Ich bin fast durch. Ja, okay, der Blitz ist super. Gegen den Blitz kannst du nicht sagen. Ich hasse das, wenn ich aus dem Bild klicke. Es ist so nervig. Aber ich kann ja nicht im Fullscreen spielen. Das ist mein Problem. Federn, überall. Ich hätte schon wieder ein Power-Up bekommen. Wisst ihr das? Diesmal im 2D-Shooter-Style. Ich bin ja immer noch ein großer Fan von 2D-Shootern. Vielleicht mache ich ja auch sogar eins. Außerirdischer Container. Ach, das war's schon. Das ist ja beruhigend. Die Giftknarre. Ja, okay, Waffen verschwinden nicht. Doppelte Grenzenlosigkeit. Was soll das schon wieder heißen? Ja, was? Oh, die Waffe verschwindet doch. Mach einfach mal. Das ist alles, was sie können? Nee, jetzt machen sie irgendwas anderes. Oh ja, und wie sie... Ach, bäh! Also die konnten diesen Angriff auch davor schon, da bin ich mir sicher, aber in so großem Ausmaß? Ich belasse es einfach dabei, ich hinterfrage es nicht. Wahrscheinlich hat es doch wirklich nur auf die Punkte Auswirkungen, wann und wie viele Leben man kriegt. Oh, die halten schon aus. Die
ja schon gleich asozial. Und man merkt, es wird schon zunehmend schwerer. Aber ich glaube, die teilen sich die Lebensleiste. Die teilen sich. Nicht, dass jetzt jeder eine eigene hat. Das wäre der Höhepunkt gewesen, oder? Okay, die teilen sich die. Das heißt, man kann nicht wirklich abschätzen, wenn einer stirbt. Angriff! Ja, die MG macht schon gut Schaden. Mach halt weiter. Okay, sie ist weg. Darauf wollte ich hinaus. Töten, töten, besiegen, töten, töten, besiegen. Okay, der erste ist weg. Wow. Und du? Was machst du jetzt? Du versuchst mich zu bekämpfen. Das ist ja wirklich. Geh kaputt! Bam, Junge! Krieg ich irgendwas Besonderes? Ja, nochmal ein Power-Up. Yay, wir haben's. Weiter geht's. Heiter, weiter. Was das? Kommt Cutscene? Bitte, bitte. Ja, Cutscene, ich fang. Ja, ja. Zurücklehnen und genießen. Ist es schön. Space Burger, hier, was? Guten Tag, endlich. Was für eine Augenweide und einen leeren Magen. Habe ich jetzt richtig gesagt oder war da irgendwie irgendwas falsch? Komm zu Papa. Vergiss es. Was, was? Hast du nicht gehört, was Herr Solo sagte? Ja, es heißt Hen. Es ist jetzt keine Zeit zum Essen. Aber ich hatte seit 3 Episoden noch nichts. Was frisst du die ganze Zeit von den Hühnern, ey? Nur ein paar Sekunden scheinen für den Erhalt oder Untergang unseres Omelette-Geschmacks. Da sagst du nichts, was? Lass uns gehen. Na denn. Komm, was ist denn so groß dabei, Moderator? Ich bin gerade am Überlegen. Sollen wir weitermachen? Na, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Bis dann, ciao.